diesen ersten Bildern. Die Bayern von rechts nach links, in den weißen Hemden von links die Bocholder. Wir sind in der zweiten Minute. In der zweiten Minute hatte Bocholt gegen Braunschweig die Führung erzielt, das 1:0. Und die Zuschauer hofften natürlich auch in diesem Spiel auf eine schnelle Vorentscheidung, auf ein schnelles Tor. Aber die Bayern unterschätzten ihren Gegner auf keinen Fall. Das spürte man schon vom Anpfiff an. Jean-Marie Pfaff nicht im Ball, der steht in seinem Tor. Die Bayern also hier in der zweiten Minute im Angriff, ein schöner Pass von Lerby auf Dremmler, der sehr viel Freiheiten hat in diesem Spiel. In der Mitte wartet Hoeneß, der im letzten Spiel fünfmal das Tor traf und hier trifft das auch. 1:0 für den Gast aus München nach anderthalb Minuten in Bocholt. Natürlich eine Enttäuschung, ein enttäuschender Start. Er drückt den Ball mit dem Körper ins Tor vorbei an Torwart Bernd Tillner. Also 1:0 Führung für die Bayern. Man spürte den Bocholtern gerade in der Anfangsphase doch ein bisschen Respekt. Man spürte, sie hatten keine Angst, aber es lief nicht so wie sonst hier. Der einzige schöne Angriff in der ersten Spielphase, da wird Holz, der ja bei Bochum einmal in der Bundesliga spielte, wird Holz unfair gebremst. Ricken schießt den Freistoß in die Mauer. Und das war die einzige Gefahr in den ersten 20 Minuten für Torhüter Pfaff. Augenthaler konnte sich in dieser Phase eine Menge Freiheiten erlauben. Und immer wieder werden die zaghaften Versuche, muss man sagen, der Bocholder in der ersten Phase schon sehr früh abgefangen. Und es gab Torchancen, Übertorchancen für die Bayern. Noch einmal dieser Ball, der fast parallel am Tor vorbeiläuft. Flügler verpasst ihn. So ganz allmählich werden die Bocholder stärker. Legen die Scheu ab, das ist Lothar Schulz, ein ausgezeichneter Libero, der mir sehr gut gefiel. Und sie kamen immer häufiger in die Spielhälfte der Gäste. Aber hier ging es noch einmal schief. Wieder eine gefährliche Flanke, diesmal von Rummenigge, der im Übrigen von Schütte, von Friedhelm Schütte, einem jungen Spieler, sehr aufmerksam und sehr wirkungsvoll bewacht wurde. Es war Ricken, aber jetzt drücken auch die Deckungsspieler, jetzt rückt das Mittelfeld nach. Und so ganz allmählich müssen sich die Bayern-Abwehrspieler immer häufigere Angriffe erwehren. Reichel mit einem Schuss aus 30 Metern. Zwar genau auf Pfaff, aber es war ein harter Schuss. Und der deutete an, dass nun allmählich die Bayern mit Gegendruck rechnen müssen. Links Rolf Müller, der Trainer der Bocholder, dem sehr viel zu verdanken ist, dass die Mannschaft an der Tabellenspitze steht und auch im Pokal bisher mit so viel Erfolg mitgespielt hat. Das ist Heidkamp, Vorstopper, ein technisch guter Mann mit sehr viel Spielübersicht, hier nur durch ein Foul zu bremsen. Etwa eine halbe Stunde gespielt, Freistoß, und den wird wieder Leo Ricken treten, der zweifache Torschütze beim Spiel gegen Eintracht Braunschweig. Und da hat Pfaff schon ein bisschen mehr Mühe. Niggemann, Ricken, nein, das ist Heidkamp. Geht sehr geschickt mit dem Ball um. Niggemann, Ricken, das Publikum stand natürlich voll hinter der Mannschaft der Bocholder. Das ist Lerby, der heute sehr gute Pässe schlug auf Rummenigge diesmal. Da ist er vorbei an Schulz, an Bewacher Schütte, nicht in der Nähe. Lerby, und da hatten sie Glück. Da hatten sie Glück, dass dieser Kopfball von Hoeneß nicht das 2:0 brachte. Einmal Lerbys Flanke abgeprallt
Da wäre er beinahe im Tor gewesen, aber Reichel klärt. Die Bayern jetzt immer stärker unter Druck. 4-5 Stürmer vorne, Bayer Lotzer rettet hier im letzten Augenblick. Die Augen von Udo Lattek werden ein bisschen kritischer. Heidkamp, häufig vorn zu sehen, Tönnies angespielt. Da rutscht den Bayer Lotzer in den Schuss, ins Schussbein hinein. Die Ecke brachte nichts an. Holz, Paul Holz. Von ihm gingen sehr viele Impulse aus. Holz und Meier brachten gescheite Bälle aus dem Mittelfeld nach vorn. Wir sind jetzt am Ende der ersten Halbzeit. Lerby, der nach seiner langen Verletzung immer stärker zu werden scheint. Nachtwey, etwa 25 Meter vom Tor entfernt, riskiert einen Linksschuss. Der prallt an den Pfosten und dann ins Tor. In der 45. Minute 2:0 Führung für die Bayern. Nachtwey, der Torschütze. Wir schauen uns auch diesen Treffer, diesen etwas glücklichen Treffer noch einmal in der Zeitlupe an. Prallt vom Innenpfosten ins Tor. Dann war Halbzeit und in dieser Halbzeit sprach Wilfried Luchtenberg. Udo Lattek, ein 2:0 gegen den Amateurligisten. Sind Sie mit Ihrer Mannschaft zufrieden? Am Anfang ja, nachher Mitte der zweiten Halbzeit nicht, weil wir nicht mehr agiert haben, sondern nur reagiert. Wir haben den Gegner ins Spiel kommen lassen. Und Gott sei Dank ist das 2:0 zu einem Zeitpunkt gefallen, als Bocholt gerade ein bisschen Übergewicht bekommen hat. Sind Sie überrascht von der Spielstärke der Bocholter? Ich bin nicht überrascht, weil ich wusste, dass sie so stark sind. Ja, vielleicht wurde diese gute Meinung von Bocholt in der zweiten Halbzeit noch bestärkt. Anstoß, jetzt können Sie den Sekundenzeiger ticken lassen. Die Bayern führen mit 2 Toren, halten jetzt in bewährter Manier den Ball, wollen das Spiel langsam machen. Da wird er abgefangen. Schütte, Ricken und Tönnies läuft in den Ball, ist einen Schritt schneller da als Paff und lenkt ihn ins Tor. 2:1 nur noch. Ein Blitzstart in die zweite Halbzeit macht das Spiel wieder völlig offen. Michael Tönnies, 24 Jahre alt, 23 Tore hat er in der laufenden Meisterschaft der Saison in der Oberliga Nordrhein bereits erzielt. Und hier sein vielleicht trotz allem wichtigstes Tor. Ein Tor gegen Jean-Marie Pfaff, gegen die Bayern. Und nun führen sie nur noch mit einem Tor Vorsprung. Und dann droht die Verlängerung und die wollen sie verhindern. Die wollen noch das dritte Tor vorlegen. Lerby mit dem rechten Fuß. Die Gastgeber vielleicht durch dieses schnelle Tor. Da bleiben wir bei den Bayern. Rummenigge, Dremmler, er hatte sehr viel Spielraum. Kopfballchance. An die Latte, Lerby war das. Und da hat Tillner Glück. Ja, dieses schnelle Tor der Bocholder hat ihnen nicht den Auftrieb gegeben in der ersten Phase der zweiten Halbzeit, den man erhofft hatte. Es wurde zunächst nichts aus dem Sturmlauf, im Gegenteil, immer wieder Bayern-Chancen. Das war Kraus. Rummenigge. Wieder steht Schütte gegenüber, an dem er kaum einmal vorbeikam. Auch hier nicht. Das war so ungefähr die Phase, die Initialzündung für ein Wiedererwachen der Bocholt. Paul Holz leistete einen riesen Laufpensum, schlug sehr kluge Pässe und brachte immer wieder Gefahr. Und Lerby wieder zur Ecke, klären, die wir ihn nicht zeigen, weil sie keine Gefahr brachte. Kraus gefault. Freistoß für die Bayern. Dremmler. Da ist Augenthaler nach vorne gekommen, aber Tillner steht sehr gut. Sein junger Torwart kommt von Wattenscheid, wird immer besser, wird immer sicherer. Viele Fäden liefen bei Kraus zusammen und bei dem immer stärker werdenden Lerby. Rummenigge. Auch hier kommt er nicht vorbei. Und dann haben die Bocholder Kraft zu kontern. Immer häufiger beantworten sie einen Bayern-Angriff
mit einem gefährlichen eigenen Angriff. Paul Holz muss ihn immer wieder nennen. Tönjes. Ricken. 20 Meter. Nachtwey. Man hatte beinahe den Eindruck, mit Fortgang der zweiten Halbzeit, als ginge den Bayern ein bisschen die Kraft aus oder die Luft. Und dagegen wurden die Bocholder immer stärker. Sie witterten ihre Chance. Sie liegen mit einem Tor zurück und haben noch Zeit, den Ausgleich zu schießen. Und Chancen haben sie auch. Schauen Sie zu. Wieder Holz. Ricken. Tönjes mit dem Kopf. Bayerloch zur Standrichtung. Wieder sehr früh abgefangen, das ist Meier, ein technisch hervorragender Mittelfeldspieler. Holz. Ricken, das macht er alleine. Und Kraft ist auf dem Posten. Das war die ganz große Möglichkeit zum Ausgleich, der dann doch nicht mehr fiel. Die letzte Chance hatten die Bayern. Sie hören das Pfeifkonzert der Zuschauer. Weil die Münchner das Spiel verschleppten, weil sie es über die letzten beiden Minuten noch tragen wollten. Sie hatten aber dann auch noch ihre Möglichkeit. Nachtwey, heute sehr fleißig, einsatzfreudig. Dremmler war es. Ein schöner Schuss, der nichts einbrachte. Es blieb beim 2:1 Sieg von Bayern München nicht unverdient, aber alles in allem doch ein bisschen glücklich. Und nach dem Schlusspfiff sprach Wilfried Luchtenberg mit Buchholz-Torjäger Michael Tönjes.